Dass im Fußballsport gerade die Nachwuchsarbeit besonderen Spaß machen kann, das beweisen die vielen aktiven Mitglieder und die Betreuer des FC Olympique Klosterneuburg. Bei ihrer Jahresabschlussfeier konnten wir uns davon überzeugen. Wichtig ist eigentlich eines, dass Jugend zum Sport kommt, dass ihr was macht, weil dann kann man 100.000 Gesetze machen als Politiker. Es wird aber nichts bringen, wenn nicht ihr euch bewegen würdet, wenn nicht ihr Spaß daran habt, Fußball zu spielen. Ein Vorbildverein. Kinderbetreuung ist ja ganz was Wichtiges, vor allem dann im Sport, dass man die Kinder zum Sport bringt, zur Bewegung bringt. Das ist eine ganz wichtige Sache und es wird aufgebaut hier, von ganz klein weg bis zu den größeren, sodass sie dann einmal in die erste Mannschaft nachwachsen können. Es ist ja auch das Motto so gewählt, Kinder an die Macht. Ja, es ist das Motto so gewählt. Immer schaffen wir es natürlich nicht. Wenn wir basisdemokratisch wären, dann wird es ganz schön zugehen bei uns. Aber ich glaube, man hat auch bei der Weihnachtsfeier gesehen, dass es recht lebhaft zugeht. Und die Kinder werden dann irgendwann auch ein bisschen größer und können sich hoffentlich noch erinnern, dass sie Kinder waren. Und wir haben ein sehr junges Trainerteam, die noch sehr nah dran sind an den Jungs. Dementsprechend ist unser Motto. Ja. Jetzt spricht man auch von einem anderen Betrag. Ich habe den FC Olympique eingereicht beim Professor Höchtl Jugendpreis. Das ist ein komischer Name, oder? Aber der heißt so. Professor Höchtl Jugendpreis. Und der FC Olympique hat gewonnen für seine tolle Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen. Ehrlich muss man sagen, viele Fußballvereine leisten gute Nachwuchsarbeit, aber der Gründungsgedanke des FC Olympique Klosterneuburg war eben schon Nachwuchsarbeit zu leisten und das macht diesen Verein einzigartig und deshalb bin ich so glücklich, dass ich da mitarbeiten darf, weil der Verein hat sogar im Statut festgeschrieben, es müssen mehr als die Hälfte aller Mittel in die Nachwuchsarbeit fließen und das Ergebnis sieht man, es sind hunderte Kinder im Verein, sie haben Spaß am Fußball, sie haben Freude am Sport, das ist nicht nur gesund, das ist auch gut für den Fußball, vielleicht sogar einmal für ganz Österreich, das bringt wirklich Talente hervor und bringt Talente zur Entfaltung und daran mitwirken zu dürfen, ist eine sehr schöne Aufgabe. So, der FC Olympique setzt ja extrem auf den Nachwuchs. Man sieht es auch, man hört es auch heute und es ist schön, dass das so wahrgenommen wird. Denn alle sind dafür, dass sich Kinder bewegen. Es wird Gesetze beschlossen, aber es hilft nichts, wenn die Kinder nicht wollen. Und am wichtigsten sind die Eltern als Vorbild.